Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativliebe. Ich habe euch ja versprochen, dass wir mit den Glasperlen vom Action eine Karte gestalten werden. Ihr wolltet ja wissen, was ich damit immer so mache. Und ich mache tatsächlich ganz unterschiedliche Sachen damit. Ich zeige euch heute aber mal eine Variante, was ich eben damit mache. Und wenn ihr da noch mehr sehen wollt oder ja, ich erkläre es auch während dem Video mal ein bisschen, was ich denn sonst immer damit mache, dann könnt ihr mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Dann machen wir da nochmal was dazu. Eine Sache, wo ich die benutze, da habe ich das Video tatsächlich schon in Arbeit. Und genau, das werden wir uns dann in den nächsten Tagen mal anschauen. Genau, also diese Glasperlen vom Action haben unterschiedliche Größen. Ich hole euch mal ran an die, die ich bereits schon aussortiert habe. Und zwar habe ich hier jetzt die kleineren Perlen genommen. Die gibt es hier, glaube ich, in vier verschiedenen Größen. Es gibt so ganz kleine, dann so ganz große, mittelgroße und eben diese hier, die ich mir rausgesucht habe. Und mit denen werden wir heute arbeiten. Was ihr dafür noch benötigt, ist ein Stück Draht. Ich nehme jetzt hier den schwarzen Draht, weil man den einfach auf meiner weißen Tischplatte besser sieht. Ihr könntet aber auch jeden anderen Draht nehmen, den ihr möchtet. Also wenn ihr sagt, ihr habt einen weißen Draht zu Hause, dann könnt ihr natürlich auch einen weißen Draht oder einen kupferfarbenen oder so dafür benutzen. Genau. Und ich habe mir da schon mal ein Stück Draht abgeschnitten. Ich hole euch mal gerade wieder einen Moment hoch. Ein Stück Draht abgeschnitten und zwar mit einer Zange. Wenn ihr keine Zange zu Hause habt, könnt ihr auch einfach mit eurem Fingernagel hingehen und könnt hier so immer hin und her wippeln, dann brecht ihr euch den Draht auch ab. Von was ich euch abraten würde, ist, dass ihr es mit einer Schere macht, die ihr danach noch benutzen möchtet. Wenn ihr eine Schere habt, die ihr sagt, da ist es egal, könnt ihr die auch gerne dafür hernehmen. Aber ihr macht euch damit eure Schere so ein bisschen kaputt. Deswegen würde ich euch eher zu so einer Zange hier raten. Die gibt es ganz günstig im Baumarkt zu erwerben. Oder ihr knibbelt das halt mit dem Fingernagel einmal ab, wie ich es euch gezeigt habe. So, und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an. Also ich habe mir hier einfach ein dünnes Stück Draht genommen. Das ist jetzt der Draht vom Teddy. Und ich gehe jetzt her und fädel mir einfach die Perlen auf, so wie ich das gerne hätte. Ich brauche jetzt für das, was ich machen möchte, das habe ich schon probiert, das kenne ich schon, brauche ich 20 Perlen. Also 20 Stück muss ich mir jetzt hier auffädeln. Und wie immer lasse ich euch dabei dran. Ich erkläre euch kurz, was ich denn sonst noch alles damit mache. Also wir machen heute eine Form aus diesen Perlen und dem Draht. Ich glaube, das dürfte ganz ersichtlich sein. Und ihr könntet aber auch noch ganz andere Sachen damit machen. Also ich habe euch ja auch zugesagt, dass ich auf jeden Fall noch ein Video machen werde mit den verschiedenen Blumen aus Papier, die man machen kann. Und wenn dann der Draht hier mal durchgehen würde. Ah ja, da ist kein Loch. Also das ist halt eine Sache beim Action. Da muss man immer so ein bisschen gucken, ob da auch überall ein Loch drin ist. Das ist leider manchmal nicht der Fall. Genau, wo war ich? Genau, also ich mache damit auch Blumen und nehme dann auch diese Perlen dafür her, um einfach in der Mitte von der Blume nochmal so eine kleine Erhöhung zu schaffen, um ja einfach noch ein bisschen 3D reinzubringen in das Ganze. Da werde ich aber ja nochmal ein Video machen in den nächsten Tagen, wo wir dann einfach so eine Blume zusammengestalten. So, jetzt habe ich nicht mitgezählt. Wir zählen gleich nochmal nach. Für was ihr es auch noch hernehmen könntet, jeder, der das schon kennt, der weiß sofort Bescheid. Man kann ja auch Schmetterlinge aus Papier machen. Und auch diese Schmetterlinge könnt ihr theoretisch mit diesen Perlen versehen. Dafür braucht ihr eigentlich auch nur zwei Stücke Papier und zwei Perlen und ein bisschen Draht. Und da wird aber auch noch ein Video dazu kommen. Das habe ich euch ja auch schon zugesichert. Ich habe mir jetzt hier oben einfach den Draht ein bisschen umgebogen. Ich zähle mal einmal ganz kurz. 3, 6, 9, 11. Und dann fädeln wir das einfach weiter ein. Ach, das ist jetzt die falsche Größe. Und
Und wie immer auch mein Appell an euch, wenn ihr irgendwas sehen möchtet, wenn ihr an irgendwas Interesse habt, irgendwo Freude dran habt oder euch auch an manche Projekte vielleicht, die ihr selber irgendwie ja, in Planung habt, nicht so ganz rantraut, dann dürft ihr mir da auch gerne schreiben. Ich habe vieles in meinem Bastelrepertoire da und habe auch in meinem Leben schon vieles gebastelt. Von dem her, ja, kann ich euch vieles zeigen, wenn ihr sagt, ihr habt selber irgendwo Probleme, ne? Brauchen wir noch vier Stück. Und auch wenn ihr mal mit den Perlen ein bisschen durcheinander kommt mit der Farbe oder so, es ist nicht schlimm. Also es wird euch keiner den Kopf abreißen, wenn ihr die Farben in einer anderen Reihenfolge macht. Also hier bin ich zum Beispiel durcheinander gekommen zum Schluss. Macht aber gar nichts. Das stört mich nicht. Ist für mich nicht weiter schlimm. Von dem her 3 und 4. Da müssten wir eigentlich 20 Stück haben. Das werden wir dann gleich sehen, wenn wir versuchen, das Ganze zusammenzusetzen. So, jetzt haben wir 20 Stück auf unserem Draht aufgefädelt. Und im Grunde könntet ihr jede Form machen, die ihr möchtet. Ihr müsst halt immer schauen, wie viele Perlen ihr braucht für das Stück, was ihr herstellen möchtet. Also ich werde jetzt hier draus heute ein Herz formen und das werden wir auf eine Karte aufbringen. Ich möchte heute eine sehr schlichte, eine sehr einfache Karte machen. Ihr könnt das Ganze natürlich noch ausverzieren und so weiter und so fort, aber ich möchte euch heute einfach mal die Grundidee dahinter kurz zeigen. Also, wie gesagt, wir werden daraus heute ein Herz formen. Am einfachsten tue ich mir immer, wenn ich es mir hier oben einfach ein bisschen umknicke, damit mir nichts abhaut. Und dann könnt ihr das schon so formen, wie ihr das gerne hättet. Also, ich knicke mir das hier einmal so hoch und lege das dann in eine Biegung rein. So. Und dann seid ihr eigentlich im Grunde schon fast fertig mit eurem Herz. Und ihr könnt hier oben diese Drähte einmal miteinander verdrehen. Also, ihr legt euch das hin und verdreht. Ihr könnt auch einfach erst einen Kreis formen und das verdrehen hier oben. Da tut ihr euch wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Darauf läuft es auch eigentlich immer hinaus, dass man sich erst einen Kreis dreht und dann wirklich die Drähte miteinander verdrehen, damit sich da halt eben nichts mehr öffnet und den Rest einfach abknipsen. Ich lasse es jetzt noch ein bisschen länger. Genau, aber das stört uns jetzt nicht weiter. So, und dann können wir uns unser Herz auch schon formen. Also das könnt ihr machen tatsächlich, wie ihr lustig seid. Das könnt ihr euch so hinformen, wie ihr das möchtet. Und schon habt ihr ganz einfach und mit im Grunde wenig Material ein Herz geformt. So, und jetzt habe ich noch mal ein zweites auch gemacht. Also das ist das, was ich jetzt noch gemacht habe. Und das ist das, was wir eben gerade zusammen gemacht haben. Und da könnt ihr jetzt natürlich coole Karten draus machen. Was bei dem einfach zu erwähnen ist, ich glaube, das ist aber jedem klar, dass halt einfach diese Glasperlen eine gewisse Schwere haben. Also ihr müsst damit rechnen, dass eure Karte halt einfach ein bisschen schwerer wird. Aber ich glaube, das ist auch verkraftbar. So, ich nehme jetzt hier einfach normales Kraftpapier und falte das einmal in der Mitte. Oh, das lässt sich schlecht knicken. Okay, also das ist das Kraftpapier von dem Block vom Action. Das lässt sich tatsächlich relativ schlecht knicken. Jetzt haben wir das auch schon getestet. So. Und jetzt haben wir hier unsere Grundkarte und dann könnten wir jetzt eins oder auch zwei Herzen eben darauf aufbringen, wie wir das Ganze eben möchten. Ich möchte heute nur mit einem Herz arbeiten und dann noch einen Stempelspruch aufbringen. Und dafür knickt ihr euch das Herz wirklich in die Position, also in der ihr es haben möchtet und bringt dann Kleber auf. Und das Ganze, zeige ich euch, geht einmal eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt euch euren Flüssigkleber, also ich arbeite im Grunde nur mit Flüssigkleber bei jeglicher Streudeko, die ich eben habe. Und ich bringe hier nur so tupfenweise, ich komme gleich mit der Kamera noch ein bisschen runter, eben meinen Kleber auf. Und ziehe den immer so ein bisschen über die Rillen auch drüber. So. Und ich habe, wie gesagt, davor schon immer mit Flüssigkleber gearbeitet, bevor ich den Tacky-Glue entdeckt habe. Da habe ich mit dem Tombow gearbeitet. Und sowohl beim Tombow wie auch beim Tacky-Glue habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass das auch hält. Also da
rutscht euch nichts wieder weg oder sonst irgendwas. Es dauert halt einfach einen Moment, bis es klebt. Und jetzt lasst ihr das genauso, wie es jetzt liegt, auch liegen. Also ihr seht, ich habe hier den Kleber aufgebracht. Und genauso lasst ihr es auch liegen. Wenn ihr das nämlich jetzt bewegt, dann rollen euch diese Kügelchen natürlich oder diese Glasperlen und dann habt ihr den Kleber auf dem Tisch. Was heißt, ihr überlegt euch jetzt ungefähr, wie ihr es auf eurer Karte haben möchtet. Also, und legt dann die Karte oben drauf. Also ich möchte es hier relativ mittig und etwas schief haben. Und dann lege ich mir die Karte einfach drauf und drücke fest. Und jetzt halte ich einen Moment, dabei müsst ihr mir nicht zuschauen. Ich hole euch gleich wieder, wenn es denn dann getrocknet ist. So, jetzt ist es zumindest angetrocknet. Das heißt, wir können weitermachen mit der Verzierung. Ich finde, dass solche Karten immer nicht mehr viel benötigen. Ich mag es sehr gerne auffällig. Ich mag es sehr gerne voll und bunt. Ich bin aber auch ein Fan von einfach schlicht. Was ich euch raten kann, legt irgendwas oben drauf. Ich habe hier einfach nochmal Perlen genommen und habt ihr es hier einfach beschwert damit, damit da ein guter Druck von oben stattfindet und ihr nicht die ganze Zeit halten müsst. Das nur nochmal als Tipp. Und dann können wir auch schon anfangen, das weiter zu verzieren. Also ich nehme jetzt einmal mein Stempelkissen her und stempel ein für dich. Und das werde ich ziemlich weit unten aufbringen. Oder ich schaue mal einmal ganz kurz, wo es mir gefällt. Ich glaube, ich werde hier bleiben und das einmal abstempeln. Ich habe übrigens mein Stempelkissen wieder gefunden. Letztes Mal habe ich ja mit dem Stazz-On gestempelt, weil ich mein schwarzes Stempelkissen verschmissen hatte. Das habe ich gut aufgeräumt, aber ich habe es wieder gefunden. Das Haus verliert nichts, sagt meine Oma immer. So, und dann ziehen wir das einmal ab und dann haben wir schon einen tollen Stempelspruch. Und dann könntet ihr natürlich das Ganze noch ausverziehen. Also das ist jetzt hier eine sehr einfach gehaltene Variante, aber ihr könntet euch natürlich auch noch hier diese Steinchen nehmen. Die gibt es ja aktuell auch beim Action für 1,99. Ich habe es noch draufstehen und könntet das hier noch ausverziehen. Vielleicht machen wir das einfach noch. Also wir können hier ja schauen, was uns gut gefällt. Ich würde hier eine Komposition aus diesem hellen Rosa und dem Weiß nehmen und würde hier einfach noch ein paar Steinchen hinsetzen. Ich schaue mal ganz kurz, ob mir die glänzende Variante davon, die hier, ob das reinpasst. Ich muss nur gestehen, ich habe damit noch nicht gearbeitet. Was heißt, da ist noch Teaser dran. Jetzt habt ihr mich enttarnt. So, wir probieren es einmal aus, ob es gut aussieht oder ob es einfach eine zu andere Farbe ist. Oh, ihr seht gar nichts, ne? Ich bin ja lustig. So. Also ich würde hier einfach noch ein paar Steinchen hinsetzen und das Ganze vielleicht hier oben dann wiederholen. Ich finde die Farbkombi überhaupt nicht schlimm. Auch hier nehme ich meinen Flüssigkleber. Man kann auch direkt aufs Papier was aufbringen. Das ist vielleicht für solche Steinchen teilweise ein bisschen einfacher. Und bringe hier einfach, wie gesagt, da Kleber auf, wo ich es gerne hin hätte. Ups. Und wenn ihr auch da mal patzt, ist es nicht schlimm. Ich wiederhole es immer wieder, weil ihr diesen Kleber, den könnt ihr wegradieren, wenn er trocken ist. Ne? Also da kann schon auch mal ein Patzerchen passieren. So, jetzt mache ich hier oben weiter. Jetzt muss ich nur schauen, dass ihr mal was seht. Jetzt gerade habe ich euch auch auf dem Trockenen sitzen lassen. Mache ich hier oben weiter. Und ich finde, bei der Karte, da braucht es nicht mehr mehr. Also ich mag es ja auch, wie gesagt, gerne sehr auffällig und sehr bunt, aber da finde ich es tatsächlich sehr, sehr schön, wenn es ja einfach ein bisschen zurückhaltender ist. So. Und dann nehmen wir uns noch einen davon. Und dann sind wir auch schon fertig. Wenn das Ganze getrocknet ist, das dauert einfach einen Moment, aber ihr seht, also es hält, es fällt nichts runter. Wenn das Ganze getrocknet ist, dann werde ich hier einfach noch einen weißen Einleger in die Karte aufbringen. Und dann ist für mich die Karte auch schon fertig. Und die könnt ihr natürlich zu Hochzeiten irgendwie dekorieren noch. Oder. Also ihr habt da wirklich
tausende von Möglichkeiten. Es ging mir jetzt nur ums Grundprinzip, wie eben diese schönen, süßen und tollen Sachen aus den Perlen vom Teddy, vom Action und aus ein bisschen Draht, den es beim Teddy oder in jedem Baumarkt zu kaufen gibt, eben herstellen könnt. Also, das ist unsere fertige Karte. Zeige ich nochmal das Herz. So sieht es aus. Hier oben haben wir es ein bisschen ausdekoriert und unten eben der Stempelspruch. So, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr sagt, na klar, super, hat mir gefallen, habe ich was lernen können, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt es mir einfach einen Kommentar, da freue ich mich immer sehr drüber. Und wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann dürft ihr mir natürlich gerne auch ein Abo dalassen. Jetzt wünsche ich euch wie jedes Mal einen schönen Tag und macht's es gut. Bis dann, tschüss!